den 50er Jahren gab es einen jungen, ambitionierten Mann von 38 Jahren, der bekam von seinem Arzt eine wahrlich niederschmetternde Diagnose. Er habe noch 4 Wochen zu leben. Daraus wurden dann noch 44 Jahre, denn Günther Karl Stahlkopf entwickelte eine ganz neue Therapie. Und ich freue mich jetzt sehr, seine Tochter Cecile Mandefield zu begrüßen und Klaus Keller, der vor mehr als 3 Jahrzehnten von Stahlkopf direkt gelernt hat. Guten Tag. Hallo Frau Mandefield. Frau Mandefield, welche Krankheit hatte Ihr Vater? Also es war nicht eine Krankheit an sich, es war eine progressive Degeneration seines gesamten Körpers, seines Stoffwechsels, was sich über mehrere Jahre auch entwickelte. Also eine schwere Krebserkrankung? Ja, es waren letztendlich war die Diagnose, wo man ihm nur noch 4 Wochen zu leben gab, 90% der Drüsen krebsartig erkrankt. Und dann war eigentlich nur noch die Möglichkeit, lebensverlängernde Maßnahmen mit einer Bluttransfusion, und das wollte er nicht. Und das war dann wirklich der Auslöser bei ihm, zu sagen, so, jetzt muss ich irgendwas tun, weil ich gebe mich mit diesem Schicksal auch nicht ab. Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Vater gehabt, weil normalerweise ist man ja fast gelähmt, wenn man so eine Diagnose hört. Was war Ihr Vater für ein Typ und wie ist er darauf gekommen, eine Therapie zu entwickeln, die es bis dato noch überhaupt nicht gab, nämlich Regenaplex? Also mein Vater war eine Kämpfernatur. Das ist eben dieses Schicksal, damit hat er sich nicht abgegeben, und das war, denke ich, auch sehr wesentlich in der weiteren Entwicklung. Er hat sich umgeschaut, also ursprünglich hatte er Maschinenbauingenieur studiert und entsprechend gearbeitet, aber auch ein Biologiestudium hinter sich, und war sehr naturverbunden, auch von Haus aus. Und all die schulmedizinischen Therapien hatten soweit nichts gebracht. Also hat er sich wirklich umgeschaut und kam dann erstmals zu einem Vegetarier, der ihn erstmals als einfach die Ernährungsweise, das hat er umgestellt, hauptsächlich auch auf Rohkost. Und dann war ganz, ganz wesentlich die Bekanntmachung mit einem Heilpraktiker aus Timmendorf, der ihm erste homöopathische Mischungen zusammenstellte, also Komplexmittelmischungen. Und er hat sich dann auch sehr viel Wissen da geholt und auch sich erkundigt und so weiter und selbst dann auch ausprobiert, was dann, er merkte, das hat gewirkt, was kann ich noch machen, hat sich mit dem ganzen, wie entsteht Krankheit, auch intensiv beschäftigt. Klaus Keller, als Sie Stahlkopf trafen, da traf Sie fast der Schlag, denn Sie hatten Medizin studiert und waren doch so ein bisschen auf der Suche nach dem, was Sie wirklich vermitteln wollten und helfen wollten. Was ist passiert damals? Ja, ich bin damals auf einen Kongress gegangen am Bayerischen Hof in München. Da waren ca. 400 Ärzte und Heilpraktiker, und Stahlkopf hat referiert mit einigen anderen Ärzten zusammen, und es war sehr eindrucksvoll zu erleben, wie die über Medizin und die Therapie gesprochen haben. Und was mich dann am meisten fasziniert hat, war das, dass ich am Abend in der Bar zusammen mit den Kollegen gesessen bin, und die haben alle Wodka getrunken und haben geraucht. Und dann habe ich für mich gesagt, die haben so ein tiefes Vertrauen in diese Therapie, das ist richtig für mich. Also man kann die Naturgesetze befolgen und trotzdem viel Freude und Spaß im Leben haben. Das spricht ja schon mal dafür. Was ist denn jetzt das Besondere an der Regenaplex-Therapie? Stahlkopf hat gesagt, es gibt, die Natur unternimmt nichts, um sich selbst zu schaden. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat er eben diese Komplexmitteltherapie entwickelt, die die Zellen öffnen, reinigen und regenerieren. Und das ist eigentlich das Einzigartige an dieser Therapie. Das heißt, es geht eben nicht um die Symptome, sondern um das, was dahinter liegt. Frau Mandefield. Ja, also eben die Krankheit entsteht ja über eine lange Zeit. Eine lange Zeit, genau. Und es ist wichtig, dann zu ermitteln, woher die Ursache kommt. Und die Therapie ist dann wirklich auch so aufgebaut, also es ist eine baukastenartige Therapie, dass sie wirklich zuerst mal die Grundorgane auch wieder auf Vordermann bringen. Weil wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert der ganze Körper auch nicht. Und so ist entsprechend auch die Vielzahl zu erklären, dass wirklich dieses
auf diese Grundtherapie aufbauende, dann individuelle Behandlung auch mit der Regenatherapie erfolgt. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es um Entgiften, Entschlacken, Reinigen. Und ursprünglich gab es 500 von diesen Flaschen und Tröpfchen. Also für alles, was man irgendwie haben kann an Zipperlein, hatte Ihr Vater etwas entwickelt. Wie wird das denn jetzt wirklich angewendet, Herr Keller? Also ich wende es in der Praxis so an, dass ich nach einer exakten Anamnese und einer Diagnostik die Ursache versuche einzugrenzen. Und dann bekommt der Patient ein individuelles Rezept. Das besorgt er sich in der Apotheke und er mischt das entweder in drei Wassergläsern, die er über den Tag verteilt trinkt, oder in einer Liter Wasser, den er ebenfalls über den Tag verteilt trinkt. Das ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Das ist Schritt 1. Danach geht es ihm schneller besser oder braucht er sehr viel Geduld? Nein, er braucht keine Geduld. Wenn ich die richtige Mittelwahl getroffen habe, dann geht bei einer akuten Erkrankung das relativ schnell, dass die akuten Symptome verschwinden. Aber dann muss man natürlich ans Ausheilen denken. Das heißt, das geht in einem zweiten Schritt dann einfach tiefer bis in den Zellstoffwechsel. Nehmen Sie sich dann auch nochmal so viel Zeit für den Patienten, um vor dem zweiten Schritt zu besprechen, wo muss es jetzt hingehen, was hat sich verbessert? Weil der Mensch ist ja an sich ein Gesamtkunstwerk. Absolut. Und es ist auch sehr wichtig, dass man zwischen den Terminen kommuniziert, dass man eben auf Nuancen eingehen kann, die man unter Umständen im ersten Gespräch noch gar nicht erfasst hat. Und dadurch wird das ganze System auch erfolgreich. Man bekommt diese Mittel in jeder Apotheke. Wo finde ich denn die Therapeuten? Die finden Sie bei unserer Regena-Akademie und da gibt es auch eine spezielle Webseite dazu. Und Sie können da auch wirklich eigentlich deutschlandweit dann, da wo Sie wohnen, mal schauen und in der Umgebung auch dann den entsprechenden Therapeuten finden, den wir auch wirklich gut ausbilden, weil das die Voraussetzung ist, dass er auch erfolgreich ist. Das heißt, Patienten gucken auf ihrer Website und schauen, wer ist in meiner Nähe. Und wenn jetzt Therapeuten und Heilpraktiker Interesse haben, können diese bei Ihnen dann auch eine Ausbildung machen? Absolut, ja. Immer gerne. Was geben Sie unseren Zuschauern noch mit? Was braucht es für ein schönes Leben? Sie sagten eben schon, ein paar gute Drinks sind auch nicht so schlecht. Aber was würden Sie raten, damit man gut durchs Leben geht und das vielleicht nur mal als Kur braucht, Frau Mandefield? Auf seinen Körper achten und die Indizien, die sich da auch immer geben, damit es eben nicht zu einem chronischen Verlauf kommt. Herr Keller? Ja, ich denke, viel Spaß haben und wenig Stress. Und wenn, dann den Stress abzubauen mit Bewegung und Ruhe. Oder wenn ich an Ihren Vater, Günther Karl Stahlkopf, denke, niemals aufgeben. Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Wir danken.